wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMR. Hallo Sternchen. Heute möchte ich für dich da sein, weil es dir gar nicht so gut geht, ne? Ja, das sagtest du. Ganz schnell zu dir gekommen, zu dir geeilt, damit du nicht, ja, so alleine bist. Und ja, es dir ganz, ganz schnell wieder besser geht. Vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Schön zurück, mach sie schön, bequem, gemütlich. Na, lass mich mal machen. Ich kümmere mich um dich. Okay. Genau, jetzt geht's los. Erstmal mit ein bisschen gemütlich machen. Und habe ich eine ganz, ganz tolle, hochwertige was davon jetzt schön zum Herbst, Winter, Warm Kaschmir. Ist da die Duftrichtung? Auch riecht wirklich ganz, ganz toll, dezent, so gar nicht aufdringlich. Uns jetzt an. Ne? So gemütlich, ganz gemütlich, heimelig. Es dauert jetzt einen ganz kleinen Augenblick, bis ein bisschen runtergebrannt ist, also bis der Wachs so ein bisschen, ja, flüssig geworden ist, und dann fängt es an zu duften, aber ein bisschen kommt schon durch. Na, stelle ich uns hier an die Seite. Genau, du meintest, du hast ein bisschen, ja, Magenschmerzen, Magenprobleme. Tut's ja weh, wenn ich hier drücke. Ein bisschen.
Herzschmerzen, Kopfschmerzen, nicht so toll, aber schon unangenehm. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Und zwar einen schönen Kamillentee. Den könnte ich dir aufgießen. Genau. Eine schöne Bio-Qualität. Ganz, ganz toll. Die Wärme, die Kamille beruhigt deinen Magen auf jeden Fall. Wie kann das denn? Stress oder hast du was Falsches gegessen? Okay, gut. Okay. Wahrscheinlich wird es das wohl sein. Und genau, das können wir machen mit dem Kamillentee und dann später. Wenn du meinst und wenn du magst, habe ich hier für dich Iberogast-Tropfen. Das sind Magentropfen, sage ich jetzt mal, für Magen und Darm. Die kannst du nehmen, wenn du wirklich enorme Probleme, aber auch nur leichte Probleme hast. Mit dem Magen, Darm, wie gesagt. Auch bei Sodbrennen kannst du es benutzen. Bei funktionellen und mobilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen mit Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, genau, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen. Ich habe das jetzt auf rein pflanzlicher Basis, ne? Also die haben bei uns schon Wunder gewirkt. Schön weich, ne? Ja. Okay, dann mache ich dir jetzt erstmal einen Tee, ne? Würde ich sagen. Na, Kuschelzeit, das habe ich mitgebracht. Na, ist ja jetzt auch deine Kuschelzeit. Genau, dann nehmen wir jetzt die gute.
Jetzt fängt wieder die gemütliche Zeit an, na? Kerzchen anmachen. Ob duftend oder nicht duftend. Genau, es wird wieder besinnlicher zu Hause. Die Tage sind kürzer, es wird schon wieder früh hell, dunkel. Ich habe schon meine erste Weihnachtslichterkette gekauft. So war ich mit einer Bekannten in Mörs bei Schlössern. Vielleicht kennst du es oder hast schon mal was von gehört oder so. Wenn du aus NRW kommst, ist wirklich sehr schön. Kann man stundenlang gucken, kaufen, wenn man möchte. Ja, da habe ich aber nur die Lichterkette mitgenommen und habe Winterpflanzen für meine Kästen, Balkonkästen. Genau. Schöne jetzt eh noch viel zu heiß und da muss auch eh noch ein paar Minütchen ziehen, ne? Genau, stelle ich die hier vorne hin. Okay, mit den Tropfen müssen wir dann später noch mal gucken, ne? Je nachdem, vielleicht geht es ja nach dem Tee schon und nach meiner schönen entspannten Behandlung hier. Na, genau, so ein kleines Fläschchen. Na. Schmeckt ein bisschen doof, aber Wasser hinterher, was lauwarmes, na, vielleicht auch ein lauwarmen Kamillentee. Das geht auch. Na, wie gesagt, man kann es in lauwarmes Wasser tun oder auf einen Löffel und dann ein bisschen warmen Tee oder so hinterher. Geht alles. Genau, da überlegen wir dann nochmal. So, dann habe ich dir noch was Schönes mitgebracht. Was für die Seele, fürs Herz. Noch ein kleinen Beschützerengel, ein Schutzengel. Den schenke ich dir, ein kleines Geschenk von mir für dich. Der nicht zauberhaft mit der violetten Rose und den Perlchen. Wie viel mehr Energie ich habe.
kann ich wieder richtig loslegen. Genau, das kann ich dir wirklich empfehlen. So richtig wertvoller, aber das sind sie ja immer. Glasengel. Der Massage-Experte aus Holz. Das tut wirklich sehr, sehr gut. Krieg gleich Gänsehaut. Okay, halt schön still. Gleich so im Nacken, ne? Warte, so. Thank you.
körperlich nah, ein bisschen an deinen Nacken dran gehen. Massiere ich deinen Nacken sauer. Mein Deutsch lässt auch manchmal zu wünschen übrig. Ah, toll. Na. Mit der Fingergruppe da mal richtig lang ziehen. Sorry, ich muss dich zu spät noch ein bisschen anstupsen, aber am besten ein bisschen gehen. Schnell müde, na? Ganz, ganz schnell müde. Alles fällt von einem ab, na? Auch manchmal die Wehwehchen, na? Jetzt fühle ich mal eben, genau. Ja, kannst du schon ein bisschen probieren. Ist noch ein bisschen heiß, aber na, Beipackzettel ist auch mit dabei, aber dann würde ich auch 20 Tropfen nehmen. Na, schön lauwarme Flüssigkeit. Na, genau, was machen deine Kopfschmerzen? Sind weg. Ganz leicht nur noch. Ganz, ganz leicht. Okay. Noch ein bisschen dein Gesicht, wenn du magst, ja. Mal die Sorgen und Krankheiten, Wehwehchen weggestreichen. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut.
Sternchen soll nicht leiden. Smile.